Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder mal unterwegs mit dem Fendt und müssen hier auf dem zweiten Feld hier noch das Stroh einsammeln mit unserem neuen Ballenpresse, mit der Ballenpresse von Fendt, dem Squadra 1290. So, in der Zwischenzeit ist der New Holland bereits umgesetzt und der erntet Raps. Und wir werden hier jetzt erstmal weiterfahren. Jo, sehr schön. Und nachdem wir dann hier das Ganze eingesammelt haben, hier das ganze Stroh, werden wir uns dann doch darum kümmern müssen, ob wir uns einen neuen Ballenladewagen besorgen, einen Sammelwagen, oder ob wir dann da doch das Ganze mit dem Bestehenden, der oben auf unserer Alpenwiese oder an unserem Alpenhof steht, ob wir das damit dann abarbeiten. Naja, schauen wir mal. Jetzt geht es hier erstmal in die letzte Kurve, beziehungsweise auf die letzte Bahn. Sehr schön. Oh, stopp. Ich wollte eigentlich kein Licht anmachen. So, jetzt. Sondern den... Ja, okay. Kleines Koordinationsproblem. So, Dele. Ja, vor lauter Knöpfen hier. Okay, und runterlassen, Tempomat rein und dann geht's wieder weiter. Mensch. Wunderbar, und dann sind wir eigentlich auch mit der Ernte erstmal fertig. 8.32 Uhr, wir haben viel, viel Zeit eigentlich noch für den heutigen Tag. Werden noch ein bisschen, ja, uns um die Tiere kümmern müssen und noch ein paar Kleinigkeiten machen, vielleicht auch ein bisschen was verkaufen. Aber ich habe da noch so eine andere kleine Idee eventuell, was wir heute noch machen können. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal am Ende angelangt, was das Thema Pressen angeht. So, anheben und dann können wir hier erstmal die Ballen abladen. Okay, dann werden wir das Ganze hier ein bisschen aufräumen. Ups. Und ja, da müssen wir jetzt hier ein bisschen rangieren, denn der andere Fendt ist ja gerade unterwegs. Unterwegs ist gut, der steht da drüben noch auf dem Hof, weil ich habe nämlich, glaube ich, in der Zwischenzeit eine Portion Milch hochgebracht zu unserer Molkerei. Sudele, dann müssen wir den hier erstmal wieder aus dem Weg schaffen. Da fällt mir gerade ein, mit dem könnten wir doch spaßeshalber... Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, parken wir den mal da hinten, weil das wäre eigentlich auch die richtige Halle hier, glaube ich. Entweder für Kleingeräte oder für unsere Traktoren. Sehr schön, denn wir müssen auf jeden Fall noch Stroh hochbringen, auch zu unseren Tierchen. Und da werden wir dann, denke ich, doch hier mit dem Kollegen, denn wir müssen ja auf den Berg hoch und das mit einer vollen Wagenladung ballen. Da denke ich, dann brauchen wir hier schon ordentlich PS. So, jetzt rangieren wir aber das hier erstmal in die Halle rein. Okay. Und dann schauen wir mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Letzte Bahn. Okay, wunderbar. Die letzte Bahn Raps. Weil dann können wir den nämlich auch gleich aufräumen. So, und dann hier. Los geht's mit dem Valtra. Ah, fahren wir oben lang. Okay, damit holen wir dann jetzt erstmal das Raps, den Raps, die Raps. Und ich bin fast geneigt, das gleich hier bei uns in den Schweinestall zu kippen. Schauen wir mal. Und zwar bei den lieben, lieben Tierchen im Schweinestall. Wie sieht es denn da aus? Okay, da können wir auf jeden Fall jede Menge reinwerfen. Und Raps läuft meines Wissens unter Protein, denn Getreide ist klar. Basisfutter ist der Mais und Wurzelfrüchte ist soweit auch klar. Und ich denke, dann packen wir doch hier die Wagenladung gleich rein, dann ist es fort. Jo, sehr schön.
So, und da ist es auch schon. Ah, mal bescheidene 9.851. So viel ist es sowieso nicht. Aber dann ist es wenigstens aufgeräumt. Ja, ich denke, die nächste Saison müssen wir definitiv hier ein bisschen mehr machen. An Raps und Co., damit wir für unsere Schweine genügend zu fressen haben. Wir können, lass mich mal kurz überlegen. Ja, genau, das ist ja das Thema mit der, mit dem Freiluftschrebergarten, dass wir ja dort keinen Raps ansehen können, beziehungsweise ernten oder an den Start bringen. Wie auch immer man es nennen möchte, auf jeden Fall haben wir dort die Option auf Mais und den haben wir ja auch am Laufen und auf Soja zum Beispiel, Sonnenblumen und andere Kartoffeln und Zuckerrüben zum Beispiel. So, Charlie, servus. Ja, dann fahren wir hier gleich rein und bringen es rein. Huch. So, Dele. Ja, breit genug ist die Einfahrt eigentlich, aber man kann sie trotzdem verfehlen. Mist hat es jetzt auch schon ein bisschen. So, wie sieht es denn aus? Ah ja, da ist noch jede Menge Luft. Oh je, da kann man noch jede Menge reinkippen. Okay, ich würde sagen, den lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir... Ja, das haben wir mit dem hier gemacht, gell? Ja, ich bin nämlich durchs Feld gefahren, als ich den New Holland umgesetzt habe. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Den Schneidwerkwagen bringen wir jetzt erstmal zum Feld. Und, Und dann werden wir nämlich auf dem Feld hier den Schneidwerkwagen umsetzen bzw. aufsetzen, damit wir dann mit unserem New Holland nicht durchs Feld fahren müssen. Ein bisschen Frucht habe ich ja schon zerstört. Okay. So, ja, jetzt müssen wir aufpassen. Da kommen wir jetzt so gar nicht rum. Da müssen wir erstmal so. Ja, so passt das. Gut. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, fahren wir unten lang. Wir könnten auch unten lang fahren. Und dann den Weg direkt hochschließen. Yep, da kommt er ums Eck. Und jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen mal überlege und am tüfteln. Wie rum wir denn das drauf machen müssen? Ja, genau, dann fahren wir nämlich so unten lang. Alles klar, ja. Ja, man muss immer ein bisschen vorüberlegen, bevor man losfährt eigentlich, wie das Ganze hier dann zu gestalten ist. So, da haben wir uns ja, glaube ich, einen neuen Weg gebastelt. Ja, und da fahren wir dann auch gerade hier an unserem kleinen Bienenstock vorbei. Ich muss allerdings sagen, ich bin etwas enttäuscht, denn die Ausbeute ist doch sehr, sehr überschaubar, was die Bienen angeht. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal das hier einklappen. Dann den Rest einklappen. Sehr schön. Dann machen wir mal die Rodunkenleuchten an und fahren damit wieder zurück zum Hof. Das Ganze wird jetzt erstmal wieder eingestellt, weil ich denke auch nicht, dass wir jetzt einen interessanten Auftrag hätten. Wir hätten aber interessante Aufträge zum Beispiel zum Mähen und da bin ich fast geneigt, eventuell schon mal vorab mit unserem neuen Xerion hier übers Grasfeld zu fahren, einen Schnitt zu machen, weil es gibt zwei Grasaufträge. Natürlich wie immer auf der 15 und auf der 17. So, hier bin ich auf jeden Fall mal hier mit dem New Holland schon mal durchs Feld gefahren, weil ich hier an den Bäumen nicht vorbeikam. Aber ich hätte auch natürlich unten lang fahren können.
Ja, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Ballen Stroh in die Ställe werfen. Ich glaube, in beide Kuhställe und natürlich oben am Berg. Und in den Schweinestall und oben am Berg in den Kuhstall. Da müssen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Stroh rein, ein bisschen ja, die Ställe aufgefüllt, weil die laufen doch langsam leer. So, Dille. Und hier links rein. Ja, und da ist dann doch ganz schön was zusammengekommen hier an Ballen. Und dann können wir uns auch langsam schon wieder überlegen, was wir eigentlich hier anpflanzen wollen. Aber ich glaube, die Frage habe ich vorhin schon beantwortet, denn wir brauchen mehr Raps. Also müssen wir auf jeden Fall hier ein ordentliches Rapsfeld ansäen. Jetzt überlege ich gerade. Ja, okay, sprittechnisch und so weiter dürfen wir nicht vergessen. Den müssen wir auf jeden Fall tanken, bevor wir das nächste Mal wieder rausfahren. Okay. Okay. Sehr schön. Dann spurten wir mal zu unserem Kollegen hier. Und das wird wieder eine interessante Rangiererei, weil wir dafür ja auch einen Platz haben. Aber ich überlege gerade, ob wir zukünftig vielleicht dann doch das Schneidwerk woanders unterbringen. Ja, warten wir es ab. So, Dele. Und da freue ich mich auch schon darauf, wenn wir wieder hier häckseln. Das große, große Maisfeld. Mit unserem Glas. Okay. Ah, ich glaube, das müssen wir dann auch mal demnächst reparieren. Also auf jeden Fall müssen wir unsere eine Notiz, ein kleines Memo. Wir müssen unbedingt hier reparieren, machen und tun, bevor wir wieder rausfahren. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wir könnten natürlich auch mal versuchen, hier über diese Richtung reinzustoßen. Ob wir dann das hier so vernünftig reinkriegen. Es ist ja Drehschemel. Und das ist immer so ein spannender Teil. Nee, so passt das schon mal gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich mich schon wieder so ein bisschen ins Abseits gebracht. Ja, weil da kommen wir so nicht rum. Ja, das müssen wir dann doch wieder andersherum machen. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Wir werden hier einmal wenden. So, so müsste es doch gehen. Hier können wir doch bestimmt einmal rumkommen, oder? Ja, wunderbar. So, ja, das ist natürlich jetzt mit den Hallen hier ein bisschen ungeschickt, weil man dann schlecht sieht, was Sache ist. So. Ja, da hätte ich ein bisschen früher einschlagen müssen. Das ist immer eine spannende Geschichte. So, dann ziehen wir jetzt noch einmal vor. Und dann sollte das doch hoffentlich passen.
Ja, nicht schön, aber selten. Und so können wir auf jeden Fall mal das Teil stehen lassen. Oh, das dreht sich. Warum denn? Und dann bringen wir den hier erstmal ein bisschen aus dem Wege. Okay, wunderbar. Dann springen wir nämlich zu unserem schönen Fendt 722 Generation 7. Und dann holen wir damit erstmal den Ballenwagen. Schwupp. 728 sogar. Okay. Und auf geht's. Ja, da müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir vielleicht doch noch einen zweiten holen. Und ich denke, wir werden mit dem Gerätchen hinten rumfahren können. Das sollte er eigentlich packen, wenn nichts dran ist. Denn wir haben ja schon festgestellt, wenn man natürlich über die Straße fährt, über den Asphalt, dann ist es deutlich angenehmer, deutlich einfacher. Aber das natürlich ein bisschen ein Umweg. Ach, apropos Umweg. Ha! Wisst ihr, was mir letztens aufgefallen ist? Wir hatten doch schon mal das Phänomen, dass wir auf der 17 einen Rundballen liegen hatten. Und jetzt bin ich ja letztens hier rumgefahren und da denke ich, ich sehe nicht richtig, was haben wir denn jetzt hier wieder? Jetzt steht hier mitten im Grasfeld, hochkant, noch ein Ballen. Und tja, keine Ahnung, wo der jetzt wieder herkommt. Heu, haben wir den irgendwann mal stehen lassen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also echt merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auf der Karte die ganze Zeit neben dem Wildtier, was immer permanent spawnt, jetzt auch aus irgendwelchen Gründen wohl Ballen spawnen. Also es ist alles wegen ein bisschen komisch. Aber so erlebt man mal irgendwas. Und ist ja auch schön, ne? Letztens haben wir hier auf dem Feld einen Rundballen gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, habe ich den echt vergessen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den bei dem Auftrag, weil wir haben ja eigentlich auf diesen Feldern, das haben wir ja noch nie, ich glaube, die Felder haben wir noch nie gekauft, sondern da haben wir immer irgendwelche, ja, Grasaufträge, die es jetzt natürlich auch wieder gibt, angenommen. Und aus irgendeinem Grund lag dann hier noch ein Ballen rum. Sehr merkwürdig. So, wir kommen hier zu unserer schönen neuen Wiese, die wir auch eingezäunt haben. Wow, 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 wow. Sehr gut. Ja, und da haben wir ja in der vorletzten Folge gesagt, dass wir dann höchstwahrscheinlich hier auf dieser Wiese hauptsächlich arbeiten werden, um Gras zu machen. Und die andere Wiese, oh, ich glaube, da fahren wir andersrum rein. Und die andere Wiese, die werden wir dann nehmen. Und deswegen werden wir dann auch hier den wir da vorne sehen, unter dem Dächle, werden wir natürlich dann auch den Schwader mitnehmen, weil mit dem Glas und dem Mähwerk, da haben wir ja leider keine Schwadoption. Und ich denke, dann werden wir nämlich auf der anderen Wiese, am anderen Berg, da werden wir dann eben zukünftig immer Heu machen. Und dann brauchen wir den Schwader. Und wenn man ja Heu macht, muss man ja sowieso Breitablage machen im Prinzip. Und dann passt das nämlich auch. Und hier machen wir dann eben Grasballen oder Silage. Weil hier oben haben wir ja auch ein paar ein Fermenter-Silo und die beiden Silos. Wobei das eine Silo, da bin ich ja echt am Überlegen. Wir werden dann vermutlich noch mit dem Keilsilo noch arbeiten und das andere Silo, das werden wir uns dann, denke ich, wieder entfernen und eventuell vielleicht eine kleine Halle oder einen Abstellplatz hinmachen. Denn Platz haben wir ja da oben auch nicht so richtig hier für unsere Gerätschaften. So, dann fahren wir mal hier rum. Und dann werde ich heute mal so großzügig sein. Und die Autoload-Funktion hier von diesem Ballenwagen hier nutzen. Ja, damit wir auf jeden Fall hier ein bisschen vorwärts kommen. Denn es sind ja jetzt doch zwei Felder voll mit Ballen und da haben wir natürlich dann schon ein bisschen was zu tun.
So, und dann gehen wir nämlich erstmal auf das zweite Feld, abgeerntete Feld, weil dann fahren wir hier rechts in den Kreisverkehr und dann über den Kreisverkehr rüber. Denn ich würde auf jeden Fall nochmal antesten wollen, ob wir oben am Berg beim Stall denn auch wirklich Ballen direkt reinkippen können. Oder ob wir die dann oben auflösen müssen. So, weil das weiß ich nämlich auch nicht mehr so genau. Und wenn ich richtig weiß, müsste der ja auch die Ballen aufnehmen. Genau. So, da haben wir dann jetzt acht Stück. Ja, nehmen wir 10 Stück. Das sollte eigentlich reichen für da oben, denke ich mal. Oder? Ja, das ist im Prinzip genau dieses Feld. 10 Ballen. Ja, nehmen wir die 2 da unten noch mit, dann ist auch gut, weil Stroh können wir ja da oben nicht produzieren. Das müssen wir dann sowieso hochbringen. So oder so. Ja, das passt nicht. Da kommen wir nicht dran vorbei oder durch. Okay. Sehr schön. Dann fahren wir mit dem jetzt erstmal wieder hoch. Und wenn wir beladen sind, dann werden wir aufgrund des Gewichts dann besser dann über die Straße fahren, so wie wir auch runtergekommen sind. Aber wir fahren in unserer Molkerei vorbei. Immer mal wieder ein anderer Weg hier. Und dann testen wir mal ganz kurz an, wie es aussieht. Und werfen mal einen Ballen mit dem Steier dann in unseren Kuhstall. So, der Schleichweg, der Nebenweg zur Molkerei und zur zukünftigen Mühle, Getreidemühle, die hier links ist. Die werden wir, denke ich, auch demnächst bald hier kaufen. Wie gesagt, solange wir hier auf dem Asphalt unterwegs sind, da kommen wir hier einigermaßen vorwärts. Jetzt könnten wir natürlich hier links auch rüberfahren, aber wir haben das ja schon mal gehabt hier ein paar Mal und haben festgestellt, also mit 3-4 km/h da hochzufahren, ist natürlich auch keine Freude. Also nehmen wir den etwas längeren Weg, denn unterm Strich sind wir dann doch schneller. Und auf dieses Feld hier rechts freue ich mich auch schon, weil das haben wir ja auch gekauft. Da ist auch Getreide drauf. Also das wird dann natürlich auch richtig schön ergiebig. Da werden wir dann mit Sicherheit auch eine ordentliche Ernte einfahren. So, jetzt geht's hier hoch. Jetzt wird's steil. Sehr schön. Das klappt hier im Moment noch ganz, ganz gut. Jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, kurz Gedanken machen, wie fahren wir denn jetzt am besten ran? Rückwärts vielleicht, ne, damit wir wieder vorwärts rauskommen. Ja, stopp, wir fahren hier rein. So. Weil dann bringen wir das ganze Material erstmal ins Ballenlager. Und dann holen wir uns mal einen Ballen raus. Und schwuppdiwupp. Und da sind sie. Okay. Und den bringen wir jetzt erstmal aus dem Weg. Weil den brauchen wir ja unten wieder. Sehr schön. So, auf zum Steier und dann mal schauen, ob das jetzt so klappt. Weil ich weiß es nicht mehr, ob wir hier die Ballen auflösen müssen mit dem Mischer. So, wir holen uns... Rundballen, Stroh, Quaderballen. Einen.
Der hat ja was? 7500 oder wie viel hat der? 8200. Okay. So. Ich versuche mal. Ich glaube, wir haben ja hinten Gewichte auf der Hinterachse. Dann will ich mal schauen, ob wir den so reinkriegen. Ja, das macht er doch locker. Das steckt da locker weg. So, und wenn ich richtig weiß, müsste man eigentlich das Stroh... Ja, müsste man doch eigentlich auch nur da vorne hinlegen. Und dann müsste er es doch nehmen, oder? Auf jeden Fall bei dem Stall ohne Auslauf. Ah, sehr schön. Wunderbar. Dann schauen wir hier nochmal rein. Und zwar, das müsste der Stall hier sein. Wir haben Stroh. Ach du Schande. Da können wir ja gleich noch mehr reinpacken. So, Dele. Dann also nochmal Stroh. Zwei Stück. Jo. Das war ja schon ganz schön knapp hier. Mal schauen, ob er auch beide Ballen schafft. Ohne Gegengewicht. Ja, es geht gerade so, ne? Ah, der Steier ist schon nicht schlecht. Ja, sehr gut. Den hat er gleich so genommen. Wunderbar. Und weg damit. So, wie sieht's aus? Ja, 28.618. Wunderbar. Wir schalten aus, denn wir sind wieder mal am Ende der Folge angekommen. Somit haben wir jetzt wieder einiges zu tun. Wir müssen auf jeden Fall das restliche Stroh noch einsammeln und wir müssen auch unsere andere Stelle, ich glaube auch die Schweine brauchen jede Menge Stroh, damit wir Mist produzieren. Denn mit dem Mist, und da können wir nochmal ganz schnell schauen, wie viel Mist wir denn hier drin haben, sehen wir das. Wir haben hier Mist, 3.748 müssen wir also noch nicht holen. So, mit Blick auf den Steier darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder hier auf unserer wunderschönen Alpenmap. Ich sage Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal.